Das heute ist euer Tag. Heute steht ihr im Mittelpunkt. Habt ihr die Plätze in der vordersten Reihe? Ehrengäste sozusagen. Das ist ganz euer Tag. Und ich habe vorhin gesehen, eure Eltern haben für euch, da haben die, glaube ich, tief in die Tasche für gegriffen, wunderschöne Kleider gemacht oder gekauft. Das soll ausdrücken, wie viel stolz sie auf euch sind und euch lieb haben. Kann man auch auf andere Weise machen, aber man kann es auch mit einem schönen Kleid machen, das man euch zur Erstkommunion schenkt. Außerdem macht sich das wunderbar auf den Fotos. Aber jetzt sieht man von diesen wunderbaren Kleidern nichts, weil darüber ein weißes Kleid ist. Und dieses weiße Kleid, das darüber ist, das soll etwas zeigen, was eigentlich viel tiefer in euch ist als alle Kleider, die ihr tragen könnt. Nämlich das, was im Herzen ist. Und dort in eurem Herzen, wenn ihr ganz still werdet und tief in euer Herz hineingeht, werdet ihr die Gegenwart Gottes finden. Ein Gott, der ganz zärtlich und nahe ist. Und in der Taufe, manche von euch wurden als Babys getauft, einige von euch wurden am vergangenen Osterfest getauft. In der Taufe ist das öffentlich geworden. Gott hat gesagt, du bist mein Kind, du gehörst zu mir, ich adoptiere dich. Du bist gesalbt worden mit dem heiligen Öl, du bist ein Königskind, eine Prinzessin, ein Prinz. Großartig, ihr seid es. Das ist das, was das Taufkleid ausdrückt. Die Farbe weiß zeigt, es ist Licht, es ist das Licht Gottes, das in euch gelegt ist. Heute ist ein besonderer Tag. Das Evangelium, das ich vorgelesen habe, das ist das ganz Normale vom heutigen Sonntag. Das ist der letzte Sonntag vor Pfingsten und es ist ein Teil der Bibel, nämlich aus dem Evangelium, so wie es uns Johannes aufgeschrieben hat. Und ich vermute mal, ihr hattet eher das Gefühl, dass es jetzt kompliziert ist. Ihr könnt nachher die Erwachsenen fragen, was die davon verstanden haben. Ist ja in der Bibel, gerade im Evangelium, ist es nicht aufgeschrieben, wie so manche Sachen, die man mal eben liest und dann sind sie weg, sondern wie ein Gedicht, das man einmal, zweimal, dreimal liest und dann spürt man, was dort ist. Viel tiefer als nur, wenn man es gerade mal eben hört. Und so ist es auch mit der Bibel. Die ist ja für Erwachsene geschrieben und es gibt nur manche Passagen, wo man sagt, das ist vielleicht auch für Kinder schon mal ganz gut, das kennenzulernen. Die Bibel liest man nicht mal eben so, wie man eine Information liest oder eine Packungsbeilage, sondern etwas, mit dem man ins Gespräch geht mit Gott. Die Bibel ist mindestens so sehr zum Beten da, wie zum Lesen. Und was ich euch vorgelesen habe, dieser kurze Abschnitt aus dem Johannesevangelium, da haben wir sozusagen zugehört, wie Jesus betet, zu Gott, den er seinen Vater im Himmel nennt. Wo er ganz tief vom Herzen her verbunden ist mit Gott. Und wir durften ein bisschen zuhören, wie ist das, wenn Jesus betet? Weil als Christen ist das das Beste, was wir machen können, zuhören, wie Jesus betet, um selber beten zu lernen. Jesus betet nicht für sich selbst, sondern er betet für andere. Und er sieht, wie da seine 12 Jünger sind und er sagt, Gott, ich bete für die, die hier sind, aber ich bete nicht nur für die, sondern ich bete auch für alle, die durch euch Gott finden. Jesus spürt, dass das, was ihr empfangen habt, etwas ist, was ihr weitergeben könnt. Und wenn wir darüber sprechen, was die Heilige Kommunion ist, ein Stück Brot, nein, es ist etwas ganz Heiliges, weil Gott selber zu euch kommt, damit ihr etwas von Gott weitergeben könnt. Wir lernen von Jesus, wie man auf Gott Vertrauen haben kann. Weil ohne Vertrauen hält man sich nur an das Oberflächliche, was alle sehen. Ohne Vertrauen, da geht eine große Show ab, aber auch nicht mehr. Aber wenn wir von Jesus lernen,
Was bedeutet es eigentlich zu vertrauen, dass ich den Mut haben kann, egal wie die Menschen sind, ihnen mit Respekt zu begegnen? Und er sagt, das fängt doch vielleicht hier an. Kanntet ihr euch davor? Ganz wenige. Einige hier vom Gottesdienst, wo man sich mal sieht. Es sind viele Gäste da, die kannten sich ja auch alle gar nicht davor. Trotzdem sitzen sie jetzt ganz friedlich beieinander. Was Jesus als erstes möchte, ist, dass wir einander mit Respekt begegnen. Er sagt, lieben, ich glaube nicht, dass man jetzt jeden busseln muss, aber einander mit Respekt begegnen. Auch wenn der dir zwischendurch mal auf den Wecker gefallen ist oder die da, einander mit Respekt begegnen. Und dann vielleicht zu merken, wenn Gott mir mit Respekt begegnet, kann ich auch anderen mit Respekt begegnen. Und man kann mal spüren, wie es ist, eine Gemeinschaft von Menschen, die gut zueinander sind. Und das sollte eure Familie sein. Klappt nicht in jeder Familie gleich gut. Das hängt an euch ab, dass ihr da schaut, dass es vielleicht besser klappt. Dass wir eine Gemeinschaft sind, wo Menschen einander lieben. Manchmal müssen eure Eltern das von euch noch etwas lernen. Weil wenn wir in einer Gemeinschaft leben, in der man einander liebt, in der Familie oder hier in der Gemeinschaft der Erstkommunion Kinder oder in der Gemeinschaft der Gemeinde, hier am kleinen Michel, dann kann man hingehen und vielleicht auch mal jemanden lieben, der meine Liebe jetzt braucht, obwohl ich ihn gar nicht kenne. Jesus sagt, das ist dein Nächster. Und er sagt sogar, wenn du so viel Liebe erfahren hast, dann könntest du anfangen, jemanden, der dir eigentlich wehtut, ihn zu lieben und sagen, du hast jetzt vielleicht Hass im Herzen, aber ich will dir mit Liebe begegnen. Machen wir das nachher. Auf die andere Weise wächst Liebe. Wenn man anfängt, Liebe zu empfangen, miteinander in Liebe zu leben, dann geht es weiter, indem man anfängt, andere zu lieben. Und jetzt nochmal auf den heutigen Tag, denn ja, es ist euer Tag, ihr sitzt hier ganz vorne, aber trotzdem, es geht um mehr als nur das. Weil sonst wäre das wie so eine Fernsehshow. Da macht man ein Riesenfeuerwerk, aber am nächsten Tag ist es vorbei und es bleibt nur der Kater. Doch heute geschieht etwas, was eigentlich jeden Sonntag geschieht, wenn wir hier miteinander die Messe feiern. Ihr habt das so oft erlebt. Menschen hören auf das Wort Gottes, verschiedenen Sprachen. Sie singen zusammen Lieder für Gott. Sie beten zusammen, große und kleine. Und die vielen Menschen, die sind ganz verschieden. Aber sie sind alle zusammen Kinder Gottes. Das ist also das Besondere heute. Und da haben wir uns lange darauf vorbereitet. Das Besondere heute ist, ihr dürft zum ersten Mal, so wie die getauften Erwachsenen vor euch, eure Hand öffnen und dieses heilige Zeichen empfangen, von dem Jesus gesagt hat, dieses Brot, das bin ich selbst für dich. Wo Jesus zeigt, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Weil ein Mensch kann so etwas nicht. Ich kann dir die Hand geben, dann hast du mal meinen Leib berührt. Grüß dich, sehr schön. Aber mir auch nicht. Bitte knabber mir nicht am Finger. Wohingegen Jesus ist von Gott her Mensch geworden. Und deswegen kann er auch für alle Menschen da sein, in etwas, was wir anfassen können. Und das ist dieses einfache Brot. Nichts Großartiges. Wir haben es schon mal probiert vor 2 Wochen. Wie schmeckt das eigentlich? Schmeckt wie ungesäuertes Brot. Ein bisschen fade eigentlich. Aber das ist extra ein Brot, wo das Entscheidende nicht die Augen, nicht die Zunge, nicht der Mund und der Gaumen spürt, sondern das Entscheidende spürt der Herz. Dein Herz zeigt dir, hier ist mir Gott in ganz besonderer Weise nah. Und deswegen bist du heute etwas Besonderes. Nicht, weil du hier vorne sitzt, sondern weil Jesus in einer besonderen Weise heute zu dir kommen möchte. Und zu jedem, der hier mit dir die Kommunion empfängt, und auch zu jedem, der hier heute dabei ist, oder die Kommunion empfängt, aber doch den Segen empfangen möchte. Für jeden, der durch dich heute spürt, Gott ist da. Und wo du merken kannst, das, was Gott dir gibt, ist etwas, was du weitergeben kannst. Du kannst durch die Weise, wie du heute hier bist und die Kommunion empfängst,
Du kannst durch die Weise, wie du den Sonntag auch in Zukunft feierst, durch die Weise, wie du von Gott sprichst und wie du Gott liebst, anderen Menschen das Geschenk machen, zu spüren, da ist etwas Besonderes in dieser Welt. Dafür hat Jesus gebetet, dass durch die, die auf euer Wort hin glauben, erfahren, dass wir alle zusammen Kinder Gottes sind. Es ist ein Brot, das gebrochen wird für uns alle. Das ist das Zeichen, dass wir alle Gottes Liebe in dieser besonderen Weise empfangen dürfen. Amen. Jetzt zunächst einmal die Kinder aufzustehen. Manche ist die Taufe noch ganz frisch, dort habt ihr auch den Glauben bekannt. Bei anderen war es, als ihr ein kleines Baby wart, die eure Paten, von denen ja auch einige da sind, für euch den Glauben bekannt haben. Aber heute möchte ich euch selber fragen. Ihr werdet zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gehen. Ich frage euch, wollt ihr frei sein, um ganz auf Gott zu vertrauen und allem Egoismus und allem Bösen zu widersagen? Wollt ihr dem Bösen, das immer sagt, ich möchte haben und egal was es kostet, widersagen und zu sagen, nein, ich möchte frei sein zu lieben? Und da sagt ihr dem Bösen, so sprecht es zusammen, ich widersage. Glaubt ihr daran, dass Gott diese Welt geschaffen hat? Alles, was wir sehen, das ganze Universum, aus Gottes gütiger Hand kommt, so sprecht ich glaube. Glaubt ihr, dass in Jesus Gottes Liebe erschienen ist? Wenn wir auf ihn sehen, sehen wir Gott. Und dass, weil er Mensch war, er jetzt zu Rechten Gottes sitzt und so wir Menschen mit Gott verbunden sind, so sprecht, ich glaube. Glaubt ihr, dass wo wir hier als Kirche miteinander Gottesdienst feiern und wo Menschen in der Kraft Gottes einander lieben, Gottes Heiliger Geist da ist, der Heilige Geist, der Sünden vergibt und das ewige Leben schenkt, so sprecht, ich glaube. Liebe Gemeinde, die Kinder haben unseren christlichen Glauben bekannt und ich möchte Sie nun bitten, aufzustehen, dass wir miteinander das Glaubensbekenntnis sprechen und so buchstäblich unseren Kindern den Rücken stärken. Auf dem Faltblatt, das Sie bekommen haben, steht der Text zum Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns das heilige Taufwasser nun nehmen und uns an unsere eigene Taufe erinnern lassen.